Hallo, willkommen zu einem Video von mir, diesmal ein Vlog und ich wollte euch einfach so ein bisschen mitnehmen an dem Tag. Also es standen so ein paar Sachen an, die ich erledigen wollte. Ansonsten wollte ich euch aber auch nochmal so ein Haul zeigen und Schmuck, den ich zugeschickt bekommen habe. Und ich liebe einfach so Herbstwetter mit Herbstoutfits. Ich finde es richtig nice. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Und gerade verbringe ich ja auch mega viel Zeit in meinem Zimmer und deswegen mache ich das auch total gerne, wenn ich dann Lichterketten anmache oder Kerzen, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz anderer Vibe irgendwie, wenn man das anmacht. Und ich habe mir jetzt, glaube ich, auch 6 neue Kerzen gekauft. Also ich hatte vorher schon ein paar, die ich geschenkt bekommen habe und jetzt noch ein paar mehr. Dann habe ich mich auch fertig gemacht im Bad, also einfach halt so meine Haare und mein Make-up mache ich auch, weil ich mag es einfach gar nicht, wenn ich mich so gammelig fühle. Also ich trage zwar auch gammelige Klamotten, muss ich ehrlich sagen, also bequeme Sachen und so weiter. Aber ich merke halt, wenn ich Schmuck anziehe und mein Make-up mache und mich generell so ein bisschen fertig mache und mich halt wohlfühle in den Sachen, die ich trage, dass ich dann mich einfach generell halt besser fühle und auch mehr so schaffe an dem Tag. Das macht für mich auf jeden Fall einen Unterschied. Okay, ich bin jetzt heute fertig. Ich habe jetzt auch meinen Schmuck angezogen. Also von Annalisa die Kette und Ohrringe. Und jetzt gehe ich gleich drunter und mache noch Kaffee und Frühstück. Okay, ich werde mir jetzt noch Frühstück machen. Ich glaube, ich mache mir einfach Brot mit Pesto, liebe ich morgens, mit Frischkäse. Ich finde es so nice. Und meinen Kaffee mache ich mir natürlich auch noch. Und ich glaube, das war es soweit. Yes. Dann habe ich meinen Kaffee getrunken, den mache ich mir eigentlich fast jeden Morgen. Aber ich mache mir auch eigentlich mindestens so einen Tag in der Woche, wo ich keinen Kaffee trinke, um auch mal eine Pause davon zu haben, weil ich glaube nicht, dass es so gesund ist, jeden Tag viel Kaffee zu trinken. Also ich trinke halt momentan 1 bis 2 Tassen, das geht eigentlich wirklich voll klar, finde ich. Und dann habe ich mir eben anschließend noch mein Frühstück vorbereitet. Das ging auch relativ schnell, also wie gesagt, einfach Brot gemacht. Und dann habe ich auch nochmal ganz kurz meiner Mom geholfen, weil die kam da irgendwie mit ihren Einkäufen so an und ja. Ach so, was heute so ansteht, also ich muss sagen, meine Tage sind jetzt nicht so krass spannend momentan. Eigentlich, was heute so ansteht, ist, dass ich nochmal rausgehen wollte spazieren, dann muss ich noch ein bisschen was erledigen für Social Media und Etsy wollte ich noch was machen. Und abends kommt noch eine Freundin, und wir wollten halt Sushi holen und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Also ich liebe unsere Terrasse einfach voll im Herbst. Ich mag das auch, wenn die Blätter sich so bunt verfärben, total gerne. Aber es ist ein bisschen kalt, deswegen gehe ich jetzt auch gleich wieder rein, weil es ist ein bisschen zu kalt. Aber ich habe ja eigentlich extra meine rote Decke und dann bin ich immer draußen und kuschel mit der Katze unserer Nachbarn. Aber es ist mittlerweile zu kalt. Und das Video ist übrigens auch in Kooperation mit Annalisa und ich dachte, ich zeige euch da den Schmuck, den ich bekommen habe und ich habe auch neue Klamotten bestellt und ich wollte es in so einem Art Haul machen oder Lookbook. Also hier sind die Sachen, die ich mir aussuchen durfte und ich finde sie wie immer echt wahnsinnig schön. Ich muss sagen, mit dem blauen Stein war ich mir erst ein bisschen unsicher, aber ich finde es total cool und die Ohrringe liebe ich auch total. Ich glaube, es können auch meine neuen Lieblingsohrringe werden. Ich finde, die sind halt nicht so schick, aber man kann die halt auch super kombinieren mit irgendwelchen Pullis und so weiter. Also ich finde, es passt trotzdem noch richtig gut zusammen. So sehen die nochmal von Namen aus. Ich kann sie auf jeden Fall nur empfehlen. Und hier seht ihr nochmal die Ohrringe so getragen. Frag mich nicht, wieso ich so herumwackel irgendwie. Genau, ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Und ich habe sie in der Farbe Champagne genommen. Und als drittes habe ich noch das Armband bekommen. Das finde ich auch echt wahnsinnig schön. Und ich finde, es eignet sich auch super als Weihnachtsgeschenkidee, falls ihr da noch irgendwas brauchen solltet. Also echt wirklich super und sehr hochwertig. Und hier sind so ein paar Sachen, die ich bestellt habe. Und ich dachte, ich mache da noch einen kleinen Haul. Genau, die sind von H&M, also einmal diesen Pulli, die Weste, dann noch so 2 Sweatshirt-Jacken
Und hier ist noch so ein Oberteil, irgendwie für Silvester eventuell, habe ich gedacht. Und ich zeige dir euch ganz kurz. Okay, also hier ist der Pulli. Ich mag die Farben total gerne. Und ich finde, der Schmuck passt dazu richtig, richtig gut. Also ich liebe die Kombi. Und er ist auch sehr kuschelig. Und die Kette sieht man hier leider nicht so gut. Aber die ist hier. Also das ist soweit der erste Fit und ich bin echt, echt schlecht da drin, solche Fit-Checks zu machen oder irgendwie so ein Holz, tut mir wirklich leid. Ich hoffe, man kann sich das trotzdem ansehen und ich mag halt einfach total gerne diese ganzen Farben, also wem es nicht aufgefallen ist, die Sachen sind halt eher in Weiß, Beige und Braun, würde ich jetzt mal sagen. Und ich muss sagen, gerade Braun habe ich halt früher wirklich nie getragen, also hier seht ihr das mal. Aber mittlerweile gefällt mir das echt richtig, richtig gut und ich trage halt auch nur goldenen Schmuck und dazu finde ich passt es halt auch nochmal super gut. Okay, also das ist mein absoluter Favorit, das mit dem Gold und Weiß. Ah, ich lieb's. Also ich habe mir das Armband an, ich finde das passt super dazu. Und dann halt die Kette und die Ringe wieder. Hier nochmal mit der Weste und ich finde es so schön mit den ganzen Tönen. Ich finde es harmoniert voll gut. I love it. Ich glaube, man sagt das nicht so. Egal, ich finde es richtig cool. Ich mag das auch total gerne mit dem Goldschmuck und dann so Beige dazu zu tragen oder halt auch Weiß und ja. Und dann habe ich mich nochmal fertig gemacht und bin raus spazieren gegangen und ich finde die Weste passt da richtig gut. Also ich finde es total angenehm und locker dann, wenn ich spazieren gehe und ich habe da eigentlich immer so meine Standardrunde, die ich langlaufe und ich finde es halt richtig cool, dass momentan so beim Herbstwetter diese ganzen Blätter jetzt auch auf dem Boden liegen und ich liebe es wirklich, aber ich bin schon traurig, wenn die Blätter bald alle weg sind, dann ist es eher so ein bisschen düsterer, finde ich. Das war heute richtig, richtig nice. Es sind so, okay, schon ein bisschen kalt, aber es geht eigentlich voll. Es ist nicht so krass, finde ich. Und irgendwie, das hat es bei mir so etabliert, dass ich halt immer so Sprachnachrichten beantworte, irgendwie, wenn ich spazieren gehe. Ich mag das total. Und zwischendurch höre ich so Musik. Ich gehe halt aber auch irgendwie immer zu so Zeiten hier hin, wo gefühlt niemand da ist. So. Also es war auch unangenehm, wenn ich hier filme, ne? Aber ich bin jetzt so kurz vor Mittag quasi hier und ist irgendwie niemand mehr da. Aber ja, wirklich letztes Mal, ich habe die Kamera hingestellt und dann ist jemand vorbeigekommen. Ist irgendwie so unangenehm. Ja, aber jetzt laufe ich nochmal nach Hause. Lunchtime. Dann habe ich mir Essen gemacht und ein paar Fragen auch immer wieder nach so Recovery-Updates und so weiter. Und es ist auf jeden Fall ein Prozess. Also es gibt dann einfach gute und schlechte Tage. Und an manchen geht es echt da, auch dass ich mir mein Essen selbst mache und so weiter. Und an anderen fällt es mir halt relativ schwer, gerade wenn ich so alleine essen muss. Und ja. Okay, ich bin jetzt noch am Schreibtisch, weil ich wollte noch ein paar Sachen erledigen. Und zwar einmal E-Mails beantworten für Kooperationen und so weiter. Und dann wollte ich noch nach Etsy schauen, weil ich habe da so ein paar Ideen fürs neue Jahr und da wollte ich halt einfach so ein paar Vorlagen erstellen und mir überlegen, wie ich das so aufbaue und so. Und ja. Dann habe ich, wie gesagt, so ein paar Sachen am Schreibtisch erledigt, ein paar E-Mails beantwortet so Richtung Kooperation und so weiter. Ich glaube, man denkt das gar nicht, aber das nimmt wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und es kann sich halt manchmal auch wirklich so sehr, sehr lange hinziehen irgendwie, bis man da sich so einig wird und so weiter. Deswegen, ja, habe ich mich darum irgendwie nochmal gekümmert und dann halt auch ein bisschen was für Etsy geschaut und schaut auch gerne wie immer vorbei. Also ich habe da ja Vorlagen hochgeladen, entweder zum Thema Schule, Klausurvorbereitung, Organisation und so weiter oder auch zum Thema Mental Health. Falls ihr da irgendwie was haben wollt oder Selfcare und so weiter, schaut da wirklich sehr, sehr gerne vorbei. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Okay, und hier habe ich wieder meine Klamotten hingeworfen. Die werde ich noch ein bisschen aufräumen. Und das hier muss sowieso nochmal gebügelt werden. Hier habe ich dann nochmal meine Klamotten so ein bisschen zusammengeräumt, weil ich die immer hinschmeiße. Wissen glaube ich schon alle, ich habe das schon 10.000 Mal erwähnt in meinen Videos und ja, dann halt ständig irgendwie aufräumen und ich glaube, ich muss meinen Kleiderschrank auch mal so ein bisschen umsortieren, weil mir ist aufgefallen, ich habe doch noch ein paar Sommersachen irgendwie drin und jetzt kommt auf jeden Fall Herbst und Winter.
Okay, gleich kommt meine Freundin und wir haben jetzt auch spontan beschlossen, Bilder zu machen, was mir sehr gut passt, weil ich wollte noch Fotos machen vom Schmuck und genau danach holen wir uns auch Sushi. Hier haben wir dann draußen Fotos gemacht. Ich habe da aber nicht mehr gefilmt und dann gab es noch Sushi und ich glaube so um 8 ungefähr ist sie dann auch gegangen und ich war dann ehrlich gesagt auch ziemlich müde und dann habe ich auch nicht mehr viel gemacht, außer meinem Zimmer zu chillen und noch ein YouTube-Video zu schauen. Und das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen weiteren Videos und Vlogs vorbeischaut und dann bis zum nächsten Mal.